Hallo und willkommen zurück zu Tokyo Xanadu. Wir sind auf dem Weg in die Ziegelgasse, um da nach Informationen über Blaze zu suchen. Also fangen wir hier mit der Untersuchung an. Ach so, in der Schule hätten wir gar nicht fragen müssen, aber ich fand es letzte Folge schon, die meisten Gespräche echt interessant. Ja, die Missetäter hängen normalerweise hier ab. Es klang so, als ob sie Mädchen von anderswo gefolgt wären. Wir sollten das überprüfen. Ach ja, genau, wir hatten zwei Teams gebildet. Und dann auch nochmal prüfen, wo sie sich aufgehalten haben. Verstanden. Na, ich hoffe, wir können ein paar Leute finden, die belästigt wurden. Ja. Wir könnten sie auch in der Schule ansprechen, aber sie ist da ja immer von Leuten umringt. Ah, es geht sicherlich um Rion. Hä? Ah, das ist kompliziert. Okay, untersuchen wir das alles erstmal. Ja, eine Sache bedauere ich übrigens, dass wir keine Möglichkeit haben, zu Kuh nach Hause zu gehen. Denn ich habe ja gestern, also in-game gestern, noch ein Teleskop gekauft und das hätte ich eigentlich noch bei Kuh zu Hause aufstellen können. Habe ich aber verpennt. Jetzt habe ich das Teleskop immer noch im Inventar. Ich hoffe, mir entgeht dadurch nicht jetzt ein Event, weil ich es erst irgendwann später aufstellen kann. Naja, aber wenn es denn so ist, dann ist es halt so. Ja, wissen wir, dass es da eine Ausstellung gibt. Aber schön, dass du dir angucken willst. Den Namen Blaze habe ich schon mal gehört, aber in meinem Laden hat sich da noch niemand verirrt. Und ich habe auch noch keinen meiner Nachbarn gehört, der sich über irgendwas beklagt hätte. Verstehe. Okay, vielen Dank. Fällt mir auf, muss man eben auf die Karte gucken. Also Antiquitätenladen, da wäre es dann. Da geht's weiter. Das heißt, wir müssen alles andere zuerst machen. Okay, hier scheint es also auch was zu essen zu geben und nicht nur Kaffee. Sonst wäre er ja nicht hier. Ich glaube, ich habe nichts Neues anzubieten. Doch. Too damn sour. Ach so, die schlechten Gerichte will er auch haben. Ja, jetzt kriegen wir unsere erste Belohnung. Insgesamt 40 Zutaten. Das ist schon eine Menge. Ist aber wahrscheinlich auch ungefähr das, was wir an Zutaten verbraten haben, um diese Gerichte für ihn zuzubereiten. Na, etwas weniger haben wir verbraucht. Er sitzt schon wie auf heißen Kohlen, dass wir ihm demnächst Nachschub an überragenden und unterklassigen Gerichten bringen. Okay, Bild von Akros Tower. Oh, warte mal, wo wir gerade von Übernatürlichem sprechen, irgendwelche Informationen über das Mädchen, nachdem ich gefragt hatte? Oh, ich habe gerade so einen Verdacht. Unglücklicherweise nicht. Verstehe. Wenn man bedenkt, wie viele ungewöhnliche Vorfälle es hier in der Gegend gab, dachte ich, dass jemand sie gesehen hätte. Aha. Also der fotografiert einerseits für die Zeitung und andererseits stellt er hier eine Privatuntersuchung an,
weil er wohl jemanden finden möchte. Hä? Ich will doch mit ihr sprechen. Geht nicht, ne? Okay. So, dann... schauen wir mal, ob es was Neues gibt. Sie hat auch noch keine Delinquenten gesehen, also keine Missetäter. Aber sie ist nachts normalerweise nicht hier. Deshalb kann sie uns auch keine Details liefern. Ich überlege gerade, wer sie nochmal war. Okay, eine typische Kundin war sie. Hooligans in der Nähe, sagst du? Na, die habe ich auf keinen Fall gesehen. Ich mag ja ungezogene Jungs, aber wenn ihr Verhalten zu weit geht, dann stößt es mich wiederum ab. Unakzeptabel. Wenn dich jemand davon belästigt, sag mir bitte sofort Bescheid. Meine Strafe der Liebe wird ihn sicherlich auf die richtige Spur zurückbringen. Ja, vielleicht wirkt das sogar. Mhm. Okay, der Friseursalon, dieser hier, ist ihm ein bisschen zu hip. Und deshalb traut er sich da gar nicht rein. Ach so, wir müssen noch in beides, in die Galerie und in den Antiquitätenladen. Na komm, dann gehen wir erst, weil es auf dem Weg liegt. Könnte ich mir vorstellen, dass die Entwickler gesagt haben, man geht zuerst hier rein. Oh, du bist es. Übrigens, du hast dich gestern sehr gut geschlagen. Der Besitzer der Boutique möchte, dass du bald wiederkommst. Ja, verstehe. Das ist wohl eine gute Nachricht. Jeder ist so beeindruckt von deiner Arbeitsmoral. Ich werde dich noch für ein paar andere Jobs weiterempfehlen. Also halt dir ein paar Termine frei. Ja, gute Arbeit, Co. Sie vertrauen alle auf dich. Nein, sie wollen mich alle nur, dass ich mich in Grund und Boden arbeite. Egal, jedenfalls hast du heute jemanden aus der niedrigen Klasse bei dir. Ja, es geht um Sora. Mhm. Ihr untersucht also gerade irgendwas, ja? Irgendwie so zum Beispiel Gerüchte über eine bestimmte Gang? Woher weißt du das? Mir wurde berichtet, dass es da so einen kleinen Streit gab von ein paar Kindern in einer Seitengasse letzte Nacht. Und wie ich euch so kenne, wollt ihr euch mal wieder Hals über Kopf in Ärger stürzen? Naja, da waren meine Verdächtigungen ja wohl genau ins Schwarze. Also, zu ihrem eigenen Besten hat sie eine viel zu gute Beobachtungsgabe.
Also, Yukino, hast du noch weitere Gerüchte gehört? Naja, ich habe was von einem Stammkunden gehört, was dich interessieren könnte. Es geht um den derzeitigen Anführer der Gang, also der mit den purpurnen Haaren. Anführer? Der Name des Anführers ist Akihiro. Er scheint eines der Gründungsmitglieder der Gang zu sein. Nachdem sie sich aufgelöst haben, hat er seine früheren Freunde um sich versammelt und die Gang neu aufgebaut. Der neue Anführer von Blaze, Akihiro. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon den Namen des Anführers bekommen würden. Sie ist einfach fantastischer, als ich dachte. Was ist denn los? Warum starrt ihr mich so an? Oh, gar nichts, aber danke für die Information. Ja, natürlich. Das ist aber auch alles, was ich an Informationen für dich habe. Viel Glück. Ach so, und weitere Hinweise könnten näher sein, als du glaubst. Ja, verstanden. Oh, noch weitere Tipps. Ja, Exit in Place, bla bla bla. Wenn wir in die Finsternis gehen, sollen wir unbedingt Freunde mitnehmen. Auf die Weise, Art und Weise können wir uns schön entspannen und über alte Zeiten plaudern. Man wird wahrscheinlich nichts Neues lernen, aber es könnte interessant sein. Heißt das, dass wir mit jedem Gruppenmitglied auch mal in jeden Dungeon gehen sollten? Ach so. Ja, es geht wohl nur darum, dass wir dann nochmal Loot kriegen können. So, dann die Kapselmaschinen. Vielleicht hast du ja unter deinen Freunden Katzenliebhaber oder Anime-Fans, die sich drüber freuen, wenn du solche Sachen sammelst aus den Kapselmaschinen. Und es gibt bald eine zweite Serie, wenn wir uns die leisten können. Ja, wenn wir das Geld haben, sollten wir möglichst alle Kapseln kaufen. Das hatte ich ja ohnehin vor, damit wir dann das später eintauschen können. Das ist ja wie bei Trails of Cold Steel. Da gab es dann ja auch so Büchersammlungen oder irgendwas in der Richtung oder auch Plüschtiersammlungen. Die konnte man dann gegen coole Items später mal eintauschen. So, genau. Das Teleskop würde ich gerne bei mir zu Hause aufstellen, geht aber gerade nicht. Gut, also nur noch in die Galerie. Also dieses Pärchen da hinten geht mir tierisch auf den Sack. Nehmt euch endlich ein Zimmer, okay. Ist Kunst nicht was ganz Wunderbares, mein Schatz? Nicht nur, dass die Kunst wie eine Kerze da ist, um deine Schönheit zur Schau zu stellen. Ach, Herzchen,
mir geht es ganz genauso. Die Gemälde sind liebevoll, aber gar kein Vergleich zu dir. Oh Schatz, oh Herzchen. Was machen die überhaupt hier? Tokisaka, Sora. Hallo. Hallo, Aoi. Übrigens, Sora, Yuki hat mir ein wenig von der Schule erzählt. Ihr scheint euch ein bisschen um ihn zu kümmern, oder? Ja, so viel haben wir jetzt nicht gemacht, aber ich sag schon ab und zu mal Hallo. Er scheint immer genervt, wenn ich das mache. Nein, nein. Du bist eine großartige Freundin für ihn. Ich möchte euch in seinem Namen danken. Ist er heute bei euch? Wohl nicht. Oh, da hätte ich Yuki mitnehmen können. Dann hätten wir ein anderes Gesprächsthema gehabt, also einen anderen Verlauf. Na, schade. Ja, sie macht sich immer um Yuki Sorgen. Aoi, hast du in letzter Zeit irgendwas Seltsames bemerkt? Zum Beispiel verdächtige Menschen auf der Kunstausstellung. Ja, da gehen die ganz bestimmt nicht hin. Nee, ich glaube nicht. Ist irgendwas geschehen? Naja, ich wollte mir die Sache nur ansehen. Oder nachforschen, weil ich mir um irgendetwas Gedanken mache. Blaze? Oh ja, ich habe schon ein Gerücht gehört, dass eine derartige Gruppe mal an meiner Arbeit war. Ach wirklich? Dein Arbeitsplatz ist doch das Munizipal-Kunstmuseum im Akrosturm, oder? Ja, ich habe das von einem Kollegen erfahren, aber es scheint da ein paar Vorfälle gegeben zu haben mit Touristen in der Nähe des Turms. Extortion sagt mir jetzt nichts, aber irgendwas. Irgendwie wurden die halt belästigt. Aber da war irgendwas Seltsames. Inwiefern seltsam? Naja, die Security des Turms wollte die Leute stoppen. Aber die waren alle so aufgedreht, als ob es sie alles gar nichts angeht. Einer war auch verdammt stark. Und mehrere Wachen mussten eingreifen, um ihn am Boden zu halten. Ah. Genau wie gestern. Ihr solltet vorsichtig sein. Wenn ihr da in dieses Schlamassel hineingeratet, dann würde ich mir Sorgen machen. Und bestellt Yuki schöne Grüße. Ja, machen wir, Aoi. Sei du auch vorsichtig. Das heißt, es geht jetzt irgendwo anders weiter. Aber wahrscheinlich, wenn wir hier rausgehen. Sobald wir jetzt diesen Raum verlassen, beginnt eine Cutscene. Es klingt so, als ob die Missetäter normalerweise nicht hierher kommen. Ja. Weder hier noch am Bahnhof gibt es einen Ort, wo sie sich aufhalten. Das bedeutet, dass sie, also Rion, anderswo belästigt wurde. Oder? Das wird sie wohl sein, ja. Oh. Nanda, mata kimi nanda. Kino mo ita kedo, kono atari ni yō de mo aru no? Te. Oh, das ist meine Freundin. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin aus dem ersten Jahrgang. Mein Name ist Sora Ikushima. Hajimemashite. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Sore ja, atashi wa kore de.
Jetzt warte mal, Rion. Ich muss dich was fragen. Kannst du mir verraten, wo du das erste Mal von diesen Missetätern belästigt wurdest gestern? Ach, das sehen wir schon wieder. Weißt du, ich bin gerade tierisch beschäftigt. Ich muss jetzt los. Ja, ich weiß, dein Job, ne? Ich versuche aber wirklich ein paar Dinge rauszufinden. Und ich muss es wissen, wo du gestern zu der Zeit warst. Ja, die Typen sind mir den ganzen Weg von Horaicho hierher gefolgt. Ja, sie sind mir gefolgt seit dem Bahnhof. Oder beziehungsweise so, sie haben sich bemerkbar gemacht ab dem Bahnhof, aber sie sind mir schon vorher gefolgt. Ah, dann sind sie wohl gefährlicher, als ich dachte. Hiragi sagte ja auch, dass sie in Horaicho belästigt wurde. Siehst du sie da öfter? In letzter Zeit immer öfter. Die sind ja öfter in so einem Tanzclub. Ach wirklich? Danke für die Information. Hilft mir wirklich sehr. Naja, ich schulde dir auch was. Ich weiß ja nicht, was genau du suchst, aber ich erwarte, dass du mir angemessen dankst. Ja, ja. Wo wir gerade von Horaicho sprechen. Das ist normalerweise nicht ein Gebiet, in das sich ein Mädchen alleine hineintraut, solange es bei klarem Verstand ist. Ganz besonders nachts. Und man sagt, du bist regelmäßig dort. Ich schätze, du verbringst deine Abende nach der Arbeit dort. Also das wird deinem Ruf nur schaden, wenn du dich da rumhängst. Wenn du da rumhängst. Karaoke, yo, Karaoke! Ich mach da nur Karaoke. Ich brauche einfach mal Zeit für mich alleine, um an meiner Stimme zu arbeiten. Und da ist halt eine Karaoke-Bar. Ich gehe doch nicht zu den zwielichtigen Orten da. Ja, wenn du das sagst, ist eigentlich egal, wohin du gehst. Horaicho ist echt super zwielichtig nachts. Immer wenn ich mit dir rede, dann... Oh nein, ich komme zu spät. Ich muss jetzt weg. Hey! Ja, ich werde mal sicherstellen, dass sie da nachts alleine nicht mehr hingeht. Ja, indem du sie begleitest, ne? Könnt ihr gemeinsam was singen. Co, sag mal, ist sie nicht irgendwie so eine Art Idol? Ah, so viel dazu, das als Geheimnis zu bewahren. Ja, das ist ihre Straßenverkleidung. Also, versuch nicht drüber zu reden, ja? Und verrate es auch keinem, dass sie hier in der Gegend lebt. Natürlich. Aber, Co, woher kennst du sie eigentlich? Es wirkte so, als ob ihr beiden euch wirklich sehr gut kennt. Ach, wir sind nur entfernte Bekannte.
Außerdem müssen wir uns jetzt um Blaze kümmern. Und jetzt wissen wir ja, wo wir als nächstes hin müssen. Ja, wir sollten unbedingt den Club finden in Horaicho. Ja, gucken wir uns den mal an. Ja, sonst kann ich nirgends hingehen. Aber auch das muss bis morgen warten. Morgen gucken wir uns dann mal diesen neuen Distrikt Horaicho an. Da wird es ja nochmal interessant, weil wir da noch nie waren. Also bis dann.